Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu PHP. Heute geht es um wieder mal irgendwelche Sachen mit Objekten und so weiter und so fort. Und ich hoffe, ihr habt Bock drauf, denn ja, es wird nochmal ein bisschen anstrengend, glaube ich. Okay, was wir hier jetzt machen können, ist, wir können Funktionen überschreiben. Und das ist das, was wir in diesem Video machen wollen. Wir wollen die Funktion PrintMe in der Superuser-Klasse überschreiben. Ja, was wir dazu also machen, ist Folgendes. Wir sagen, Function PrintMe, genau derselbe Name wie in der Elternklasse, sagt man dazu. Also die User-Klasse ist die Elternklasse, wohingegen die Super-User-Klasse die Kindklasse oder Babyklasse oder was auch immer ist. Genau, und dann sagen wir hier, ich hätte ganz gerne jetzt nicht nur meine ID ausgegeben, sondern ich hätte ganz gerne auch alles andere ausgegeben. Also sowas wie this ID und this Name hat viel Geld bezahlt. Punkt. So, und jetzt wird's spannend. Jetzt mache ich Folgendes und zeige euch quasi den großen Trick, wenn man hier mit Objektorientierung arbeitet. Ich möchte jetzt den Morpheus und den Batman in ein Array packen und in ein einziges Array. Der Morpheus ist ein Super-User, wohingegen der Batman ein Infidel-User ist. Okay, machen wir mal diese Funktionsaufrufe hier weg. Das brauchen wir eigentlich nicht. Wir wollen ja nur das hier haben. So, und jetzt sage ich, okay, ich mache ein Array. Nennen wir es einfach mal $users ist gleich Array. So, und was wir hier jetzt reinpacken ist Folgendes. Wir sagen einmal $morpheus und einmal sagen wir $batman. So. Und jetzt sind die beiden in ein und derselben User, in dem ein und selben User Array. Was jetzt hier passiert, ist Folgendes. Jeder Super User und jeder Infidel User sind gleichzeitig auch normale User, denn sie haben ja alles geerbt. Also sie haben eine ID, sie haben einen Namen, sie können konstruiert werden und sie können diese PrintMe Funktion ausführen. Das kann sowohl der Super-User als auch der Infidel-User. Und das heißt, ich darf sie in ein einzelnes Array packen, obwohl sie eigentlich zwei unterschiedliche Typen haben. Das ist quasi sowas wie ein Integer und das hier ist eine Gleitkommazahl oder sowas oder andersrum. Und was ihr macht, ihr packt die einfach in ein Array aus Zahlen. Da wird einfach abstrahiert, ist mir egal, ob Gleitkomma oder Ganzzahl. Und wir packen sie in ein und dasselbe Array hier rein. Und das bedeutet, ich darf hier dann alles aufrufen, was ich mit meiner User-Klasse machen könnte. Jetzt fragt ihr vielleicht, warum definiere ich mir dann überhaupt Unterklassen, wenn ich sie nachher eh wieder wegschmeiße und sage, das sind alles User. Passt mal auf, was passiert, wenn ich hier für jedes Ding in dem Array hier drin die PrintMe-Klasse, die PrintMe-Funktion aufrufe. Also, for $i gleich 0. Wie viel haben wir denn hier drin? $i kleiner 2, $i plus plus. Und dann sagen wir hier drin, ich möchte jetzt meine PrintMe-Funktion aufrufen. Das heißt, wir sagen Echo ist in der PrintMe-Funktion. Also sagen wir einfach nur, wir hätten ganz gerne $users an der Stelle i, an der Stelle $i. Und zwar, was machen wir damit? Naja, wir wollen, das ist ja jetzt dann entweder der Morpheus oder der Batman. Und deswegen sagen wir hier Pfeil, weil das sind ja jetzt Objekte, mit denen müssen wir mit einem Pfeil umgehen. Wir sagen $users an der Stelle $i und dann gehen wir hierher und wollen die PrintMe-Funktion aufrufen. PrintMe. Klammer, Klammer, fertig. Gut. Und was jetzt passiert ist Folgendes. Wir führen es jetzt einfach mal hier aus. Erstens, oder eins, Morpheus hat viel Geld bezahlt, Punkt, und zwei, Batman. So, was ist jetzt zur Hölle hier passiert? Okay, ihr habt, glaube ich, mittlerweile verstanden, dass ich die in ein und dasselbe Array packen kann, weil es ja beides User sind. Das heißt, weil sie geerbt haben, sind sie am Ende doch beide User. Das könnt ihr euch so vorstellen, ich habe die Klasse Tier, die hat mir ein paar Eigenschaften, wie zum Beispiel die Anzahl an Augen und es kann fliegen und es ist ein Säugetier und sowas. Also meine Klasse Tier und dann habe ich eine Unterklasse, zum Beispiel einen relativ konkreten Elefanten und eine Katze, ja? Und beide können solche Sachen machen wie laufen oder wie irgendwelche Geräusche von sich geben
Und das ist in unserem Fall die PrintMe-Funktion. Das heißt, jeder User kann ausgegeben werden. Ich kann jeden User ausgeben. Aber ein Super-User wird anders ausgegeben, weil er viel Geld bezahlt hat. Er wird ein bisschen anders ausgegeben als ein Infidel-User. Und deswegen passiert hier einfach noch zusätzlich was. Das heißt, ich habe diese Funktion PrintMe, die ich auf jedem User aufrufen kann, habe ich überschrieben in meiner Super-User-Klasse. Und deswegen wird, sobald ich in meinem Array hier, also der Morpheus, ist ein Super-User, und sobald ich einen Super-User habe und diese PrintMe-Funktion aufrufe, egal ob ich jetzt denke, dass es ein User ist oder nicht, wird die PrintMe-Funktion von meinem Super-User ausgegeben. Okay? Das ist jetzt ziemlich krass, ich weiß, das braucht auch viel Übung, bis man das mal verstanden hat und bis man es vor allem in Fleisch und Blut hat und selber die ganze Zeit benutzt, aber es ist wirklich praktisch. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier auch noch sagen, okay, diese Klasse hier bekommt einen anderen Konstruktor, aber sie behält diese PrintMe-Funktion. Und solche Sachen kann ich hier drin eben machen, das ist wirklich cool. Und dann kann man eben so Sachen durch ein Array loopen lassen und einfach die Seite anzeigen, zum Beispiel, wenn ihr jetzt an Webdevelopment denkt, die Seite komplett anzeigen lassen und man muss nichts mehr verändern. Man kann einfach sagen, okay, ich behandle jeden User, egal ob Admin oder normaler User, gleich und gebe einfach seine Seite aus, wobei ich seine Seite dann in der jeweiligen Unterklasse vielleicht noch mit ein bisschen mehr geilem Shit gespickt habe. Solche Sachen eben. Okay, sehr cool. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wie gesagt, übt damit. Üben braucht man hier richtig, richtig viel, wenn es um Objektorientierung geht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst einen Daumen hoch da und ja, bis dann. Ciao.